Hi ho! Willkommen zurück hier bei Monster Hunter 3 Ultimate. Immer noch die Online-Session. Die Online-Session natürlich. Ich lege mal hier von dem letzten erfolgreichen Kampf die ganzen Materialien ab. Und werde mal. Hallo, Leon. Und werde mich mal ganz kurz umziehen. Ist jetzt wieder doof für die anderen, ne? Gerade von der Quest gekommen, dann geht der alte Martok schon wieder weg. Ich guck mich nochmal um, was jetzt die Waffe betrifft. Den Bogen, den ich gerne verbessern will. Rathalos, also es ist am Kabalit-Erz in der Rathian-Schuppe Plus, ist es damals nämlich gescheitert. Und ich glaube auch an der Rathalos-Kralle. Ja, Gewebe, wie gesagt, da müssen wir noch irgendwie ein normales Rathalos dazwischen klemmen. Hier auch Goropeko-Flügel. Die müssen wir auch offline machen. Wird uns keine andere Möglichkeit bleiben. Hier haben wir übrigens schon eine Gun gemacht. Oder hier habe ich noch Guns gemacht. Azuros Plus Teile können wir auch offline besorgen. Volvidon Plus Teile müssen wir dann demnächst mal gucken. Ja, immer noch Rathalos Schub Plus. Seht ihr, was war eigentlich hier? Sollte das zu Roten Turm Plus werden oder zur antike Wirbellanze? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, die Lageexplosion können wir verbessern. Mensch, wieso habe ich das nicht gemacht? So, sorry, da musste ich kurz mal niesen. Ja, wieso habe ich das nicht gemacht? Oh, keine Ahnung. Naja, Azurkamm, wie sieht's denn hier aus? Dup, dup, dup. Ludrotteile. Frierbeutel, eigentlich auch nicht schwer. Haihaut und das, geht eigentlich alles okay. So, wir waren aber jetzt bei der rosa Rathian-Rüstung, das heißt, kurz mal Ausrüstungssätze hier ummodeln, kurz mal umziehen. Ne, die Rüstung will ich doch gar nicht. Die war schon richtig. Und Objekte verstauen. Wir nehmen uns mal kurz aus dem Klingmeisterbeutel das Gegengift raus. So, und kaufen uns jetzt mal nochmal Beschichtungen auf Maximum. Und dann geht's weiter mit dem rosa Rathian. Wir können auch sonst ein bisschen Abwechslung schaffen. Dann machen wir das mal so. Ich schaffe jetzt mal ein bisschen Abwechslung. Dass wir vielleicht die anderen Quests noch machen, die wir hier noch offen haben. So, Beschichtungen. Oh, wir haben alle. Wir haben alle Beschichtungen. Okay, dann schreibe ich mal rein, dass wir jetzt ein bisschen Abwechslung machen. Und zwar werde ich zur Abwechslung Rathian fangen. Na, Rathian haben wir jetzt schon gemacht. Lila Ludrot vielleicht. Komm, hauen wir Lila Ludrot rein. So, Thunfisch und Himmelsbrot. Eigentlich braucht man da nichts essen. Das ist totaler Quatsch, was ich hier mache, weil Lila Ludrot, ne? Ist jetzt nicht so der heftige Gegner. Aber ich mach's trotzdem. Wait. Ich bin weg. Tüdelü. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich veralbe euch doch nur. Aber wie sie alle angestürmt kamen, ne? Ja, ja. Die Katjana ist ein fröhlicher Mensch, wie es aussieht. Oder der, ich glaube eher immer noch, das war... Ich glaube, Katjana war... Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das war ein Typ, der nun weiblichen Charakter spielt. Ich glaube, so war das. Ich glaube, das haben wir damals mal in einer Online-Session nachgefragt oder so. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Na guti. Fürs nächste Mal im Übrigen, jetzt zwar nicht bei der vorweihnachtlichen Online-Session, da wird es wahrscheinlich nicht
der Fall sein, aber fürs nächste Mal, für die nächste Online-Session, die dann so angekündigt wird, die wir dann irgendwann zukünftig machen, werde ich auch mal gucken, dass ich parallel wieder einen Livestream schalte, sodass die Leute, die jetzt hier mit drin sind, eventuell auch den Livestream sich damit angucken können, zeitgleich, damit die Absprache ein bisschen besser ist, weil, das habe ich auch schon mehrmals erwähnt, so die ganze Zeit immer schreiben ist ein bisschen doof. Das ist halt ein bisschen günstiger, wenn man beides halt gleichzeitig kann, sich den Livestream anhören kann, sodass man auf meine Fragen eingehen kann. Und dann kann man ja, oder beziehungsweise auf meine Wünsche, Questwünsche eingehen kann, dann kann man nämlich sagen, okay, macht man, und wenn dann nur so eine längere Auszeit ist, wenn ich gerade mal wieder nach Rüstung und sowas gucke, dann weiß auch jeder Bescheid, dann sieht ja jeder, was ich mache. Und wundert sich halt nicht, ne? So, das, wie gesagt, das Lila Lootrot müsste eigentlich ziemlich schnell tot sein. Wir machen jetzt erstmal zur Abwechslung, bleibe ich auch jetzt erstmal bei dem Bogen hier. Wir machen jetzt erstmal alle Quests soweit, bis auf Plesiot. Plesiot behalte ich mir dann für die zukünftige Online-Session vor. Weil ich da jetzt noch die Information, ich habe glaube ich von Plesiot nämlich noch keine Darstellung. Mit dem Schaden und so, wie viel Schaden man macht. Sonst hätte ich gesagt, okay, komm, mach mir Plesiot jetzt hier und ich hau die Monster-Information erst hinterher rein. Geht aber nicht, da ich erstmal ein Bild machen muss vom Plesiot, und das würde jetzt den Zeitaufwand ziemlich in die Länge ziehen. Dann würdet ihr total lange warten auf die Online-Folgen. Und das will ich ja nicht, ne? Und ihr wahrscheinlich ja genauso wenig. So, Purpur Schwammhaut. Ja, die Online-Session im Übrigen, das werdet ihr dann sehen, liegt dann nach der Veröffentlichung des Videos nur einen Tag zurück. Ich habe es doch irgendwie geschafft, ups. Nein, eine Wyvern-Träne. Ich habe es doch geschafft, das eigentlich sehr aktuell hier zu halten. Das heißt, die lieben Leute, die hier heute mit uns stehen und uns bei der Jagd helfen. Ja, genau. Schützen an die Macht. Also die Leute, die hier stehen und uns bei der Jagd helfen, können auch schon morgen, also beziehungsweise wenn sie das Video sehen, dann ist es ja eh schon soweit, aber können bereits am nächsten Tag halt sich die erste Folge angucken. Ne, die jetzt ja schon um ist, natürlich. Das muss ich auch nochmal erwähnen. Schönes Endbild im Übrigen. Ich ratter mal hier durch, ne, wir kennen das ja soweit, glaube ich, schon den Königskarabius, Rüstkugel, bum bum bum. Es spuckt noch ein bisschen Gift, während es gerade stirbt. Der Hammer ist auch ziemlich cool, den man da auf dem Bild gesehen hat. Ich weiß gerade nicht, wer den hatte. Wer diesen Hammer benutzt hat, wer war diese nette Person? Ich habe den Namen nicht gesehen. Ich glaube, die Katjana war's. Wenn nicht, dann tut's mir leid, dann war es der Ifplop-Gedöns. Eflopop. Es tut mir echt leid, dass ich deinen Namen nicht aussprechen kann. Warum nimmt man auch sowas Exquisites? Ich verstehe es nicht. So. Wieso bin ich eigentlich immer der Letzte, der hier in die Stadt kommt? Sind alle mal schon fertig? Die haben sich alle schon umgezogen. Wenn ich hier noch den netten Ladebildschirm habe, hängt der Rest schon hier und denkt sich so, ja, wo bleibt denn der olle Martox? Was macht der jetzt? Wasserschaden war ja die Quest, genau. Schlammbruder, komm hier, Leute, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich jetzt ja mal ein bisschen gespannt, wie jetzt der Dings aussieht. Oh, guck mal hier, wir haben jetzt schon richtig viel, auch Meisterkohle und sowas gekriegt. Ah ja, endlich mal ein bisschen andere, Unglückskatze, auch geil. Hier, Fell ein Regelbrecher. Komm, ich hoffe mal, ich krieg den. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob die Quest überhaupt... Ist die Quest denn überhaupt so? Was für Effekte haben wir? Unglückskatze, natürlich. Was, um was ging's jetzt? Schöner Bogen, Evlo-Pop. Ich nenne jetzt einfach Evlo.
Oder Ivlo. Jetzt habe ich aber nicht gesehen, wer den Hammer vorne hatte, ne? Hallo Katjana, hier können wir uns übrigens mal Katjana angucken. Sie hat die Nahrungsfähigkeiten Walze drin und Schneid. Hat 99.064 Rohstoffpunkte. Genau. Und, boah, Alter, 1.376.295 Zenny. Alter Schwede, Katjana, Mensch. Ich finde den overpowered, deshalb hab ich den nicht. Ja, ist er auch, schreibt der, Evlopop. Wie gesagt, also ich will euch hier nicht zensieren, was jetzt die Waffen oder die Rüstungswahl betrifft. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt. Das ist alles euch selbst überlassen. Müsst ihr euch auch nicht Gedanken machen, wie zum Beispiel, was ich ja vorhin angesprochen habe mit, das Monster. Oh Gott, Alter, wie geil. Unglückskatze, eieiei. So ein Schwachsinn. Starte ich erst mal mit den miesesten Voraussetzungen. Ich wollte es einfach mal machen. War einfach mal lustig. Für den Augenblick fand ich es gut. Und der Leon gibt mir was. Ah, cool. Da bedanken wir uns natürlich gleich hier. Danke. So, ich verbrate aber erst mal meine Steaks, ne? Verbraten, hahaha, wie ein gebratenes Steak und so. Weil wir haben davon noch genug und können das jetzt, lieber Leon, ich glaube, ich heb mir den Maxi-Trank lieber auf. Das schreibe ich mal ganz kurz, weil er hört mich ja nicht. So. Gut, dann, ich habe natürlich vergessen, einen Cooldrink mitzunehmen. Das ist super duper. Das heißt, ich kämpfe nicht nur gegen die Monster, sondern auch noch gegen diese unsiedliche Hitze. Ja, und wie ihr seht da oben, da kämpfen schon die Leutchen und ich bin hier noch am Rumdümpeln. Bin falsch gelaufen. Ist ja deine Entscheidung, genau. So, erstmal hier durch die heiße Wüste. Guck mal, ich kenne mich eigentlich hier in dem Wüstengebiet, soweit müsste ich mich halt nicht auskennen, sage ich es mal so. Und renn trotzdem falsch. Ich bin total den kompletten Weg hier falsch gelaufen. Ach, verdammt, hier ist immer noch die sengende Hitze. Aber wie ich gerade sehe, hat der Ivlopop, oder der Eve, ich nenne jetzt Eve, hat der Eve auch kein Cooldrink. Guck mal, wie schnell das tot ist, das Vieh. Lol, das wollte gerade eigentlich sich weggraben. Kam dann aber rausgesprungen. Und hat sich, das Knie angestoßen, ist dann gestorben. Rest in peace, Barot, rest in peace. Da wir es gerade ausnehmen, wird es eher Rest in Pieces sein, weil es jetzt ein Stückchen weiterlebt. So, nochmal eine Wyvern-Träne. Was ist hier? Hier ist nichts. Bei mir zumindest ist da nichts. Okay, weiter geht es. Wo ist das andere? Da, die Katjana hat es schon gefunden. Da brauche ich ja nicht mal irgendwelche Beschichtungen auf den Bogen reinknallen, weil das Ganze so fix geht. Ja, und eigentlich wollte ich ja darauf hinaus, Mensch, das habe ich schon wieder vergessen. Mann, 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 ich bin zu sehr abgelenkt. Ich wollte sagen, ich möchte euch in der Online-Session nicht zensieren, was die Waffen oder Rüstung betrifft. Auch wenn ihr das, auch wenn andere, manche Spieler sagen oder andere Zuschauer sagen, das ist voll langweilig, die Monster sind so schnell tot, bla bla bla. Gebt einfach nichts darauf, beziehungsweise, es ist ja im Grunde euch überlassen, wer hier in die Session kommt, kann halt ja frei entscheiden, mit welchen Waffen er kämpfen will. Und, mir ist das halt bewusst, das ist nun mal so, wenn man auch privat Monster Hunter spielt und man geht in eine Stadt und versucht hier Monster zu machen, man hat wirklich Leute, die dann einem helfen wollen, dann kommt man auch nicht drum herum, dass sie natürlich ihre besten Waffen nehmen werden, damit es am schnellsten geht.
Außerdem finde ich halt, dass es ein guter Vergleich ist nochmal. Weil wir haben es ja offline schon so, ne? Was bringt... Oh, wo schieße ich denn hin? Was bringt es mir, die Monster online genauso in die Länge zu ziehen und genauso lange zu machen wie, ich habe einen anderen Spruch gepostet, und ich wundere, ist noch nicht vorbei. Ja, was bringt es mir denn, die Monster online genauso in demselben Tempo, niederzustrecken wie, dann offline? Dann strecke ich erstmal nicht nur die Folgen in die Länge, sondern schaffe auch gar nichts in dieser Zeit. Und ich finde halt gut, jetzt kann man das ja halt gut sehen, wie viel die Waffen ja auch wirklich ausmachen. Überlegt mal, wie lange wir gebraucht haben für dieses eine Barot. Und wie lange wir in der Gruppe jetzt für zwei gebraucht haben. Das war ja echt, echt richtig flott. Ja, und darum geht es mir einfach nur. Einfach nur mal zeigen hier, wie sieht das, wie sieht der Vergleich aus, Autsch. Der Leon, der Kleine. Naja. Ja, auf jeden Fall. Wie sieht es denn hier aus, der Vergleich zwischen den Kämpfen Barot und, ja, gewissen anderen Monstern? Ich denke mal, das kommt hier gut rüber. Was kriegen wir denn? Rückgrat, Rückenpanzer. Da hat mich übrigens jemand mal gefragt in den Kommentaren, darauf habe ich ja schon geantwortet, wie kriegt man denn Rückenpanzer von den, Monstern? Und hier sieht man es auch nochmal, bestes Beispiel. Rückenpanzer kriegt ihr, wenn ihr das benötigt, von den High-Rank-Monstern. Also je nachdem, welches Monster ihr benötigt, welchen Rückenpanzer ihr benötigt, einfach das Monster im High-Rank-Bereich machen. Von den normalen, von den Low-Rank gibt es halt keine Rückenpanzer. Da gibt es dann nur Schelle oder so, keine Ahnung. So, den Maxi-Trank behalte ich nochmal drin im Inventar. Wir machen jetzt erstmal, ich denke mal, die Leute sind damit ja auch zufrieden, die machen ja eh hier alles mit. Ich kloppe jetzt erstmal hier die... Ich krieg wieder was. Ja, juhu. Ich denke mal, die Leute sind damit... Alter, ich krieg jetzt richtig viel, was hier los, Mann. Ich will die Quest öffnen. Und nochmal, danke. So. Immer höflich bleiben, ne? Muss man natürlich auch noch sagen. So, ich wollte eigentlich jetzt anschneiden. Ich denke mal, die Leute finden das jetzt nicht schlimm, wenn wir erstmal die Quests hier durchknüppeln, weil es geht ja ziemlich fix. Und dann können wir meine Rüstung ersammeln oder mein Schwert oder je nachdem was. Weil dann geht es auch ziemlich gut. So, wir machen jetzt mal weiter mit Schissblüte. Erjage Karmesin Koropeko. Ist das eine Quest, die instabil sein kann? Wo sieht man das nochmal dran, dass die Quest instabil ist? Da muss ich jetzt echt mal überlegen. Woran sehe ich das? Quest-Info. Instabil, Umgebung, cool. Na dann hier, hau mal rein. Ich will den Regelbrecher haben. Wie können wir jetzt den Regelbrecher am besten provozieren? Donnerbrecher, das ist es nicht, was ich will. Was ist mit den beiden? Bulldozer, Temperament. Hariger Thunfisch und dann die Königstrüffel. Gibt es da den Regelbrecher? Menno. Weil wenn wir den Regelbrecher machen bei einer instabilen Umgebung, haben wir die Chance, ein Monster zu sehen, dass ein zweites Monster auftaucht. Ich will den Devil Joe haben. Den Dämonen-Jo unbedingt herausfordern, also mit der Gruppe. Einfach nur aus Spaß, aber kein Regelbrecher für mich. Okay, probieren wir es mal mit Gebräu und Fisch. Forscher, hier Regelbrecher, super. Das kriege ich doch hin. Der Geschmack ist gut, um einen Gesundheit erhöht und Charisma. Naja. Gut, dann halt kein Regelbrecher für uns. Dann hätten wir, glaube ich, aber eh, wenn ich den Regelbrecher jetzt bekommen hätte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann einer von den Banausen hier sich den Devil Joe gekrallt hätte. Und den getötet hätte. Und dann hätte ich Devil Joe-Teile bekommen. Viel zu verfrüht natürlich.
Das wäre dann auch wieder ein bisschen doof gewesen, ne? Weil ich will mich ja hier nicht so dermaßen pushen. Das ist übrigens auch noch eine Option, ne? Für die Leute, die Monster Hunter auch selber spielen. Also Monster Hunter 3 Ultimate. Die können sich übrigens, ja, mit solchen Leuten halt pushen lassen. Heißt also, jedes Mal nur die Key-Quests machen, gibt es übrigens auf der Wiki-Seite gut aufgelistet. Key-Quests sind halt, für die, die es halt nicht wissen, die Key-Quests sind diese Quests, die man benötigt oder die man machen muss, um die nächste Dringende freizuschalten. Wie ihr wisst, wenn man die Dringende gemacht hat und auch die Stufenvoraussetzung hat, also das Level, man kann ja auch hier den Jägerrang steigen, und die Key-Quests sind halt, die Quest, die nächste dringende Quest freischalten, und sobald die dringende Quest erledigt ist und man auch, wie gesagt, den Jägerrang hat, tauchen die nächsten Quests auf der nächsten Stufe, und so kann man eigentlich auch Monster Hunter voranschreiten, indem man wirklich immer nur die wichtigen Quests macht. Und halt sich dann nur die besten Rüstungen zusammenfriemelt. Wie ihr wahrscheinlich euch denken könnt, mache ich das nicht so. Ich weiß manchmal gar nicht, also ab und zu weiß ich es durch mein, durch das Spielen mit Kisara und so zusammen, weil da haben wir die Key-Quests meist nur gemacht, mit meinem Privatcharakter. Da habe ich einige noch im Kopf, aber so ganz auswendig kenne ich es halt nicht. Ich soll mal kurz warten, okay. Gucken wir mal den Leon zu, was er da macht. Er hat sich mit dem Schwert runterkatapultiert. Oh Mann. Ja, da hat er das Schwert noch in der Hand, wie man sieht. Oder auch nicht. Doch, hat er noch eine Hand gehabt. Okay. Oh Mann. Leon, was machst du nur da? Naja, wie gesagt oder wie vorher erwähnt, Key-Quests, ne, kann man machen und sich dann hochpushen. Ich kenne da ein paar einzelne noch, habe ich noch im Kopf, was Key-Quests waren, aber ich weiß es halt nicht auswendig. Deswegen mache ich es eigentlich immer so mein Spielprinzip. Das mache ich schon seit jeher. Einfach alle Quests machen. Einfach alle durchbratzen. So wie ihr es halt jetzt gesehen habt, auch in der letzten oder beziehungsweise beim Offline-Part. Wir haben jetzt schon die Key-Quests gemacht, können als dringende Plesiot machen und würden dann anschließend wahrscheinlich schon die nächste Questreihe kriegen. Aber ich mache erstmal alle soweit fertig, dass wir alle Quests beendet haben. Dann mache ich die dringende und dann gucken wir halt weiter, ne, wie es weitergeht. So. Hier auch wieder sehr gut gemacht. Ich müsste mir mal noch irgendwie was als Dings hier reinlegen mit ihr seid spitze. Ich glaube, das mache ich jetzt mal gleich. So, was nehmen wir denn dann mit? Keine Sorge. Danke für die tolle Jagd. Ich mach mal das hier mit Lege eine Bombe. Ausruf bearbeiten ist hier Y. Ich hoffe, die Zeit reicht noch. Ja, natürlich hatte das I nicht genommen. Mano. Schaffe ich jetzt eh nicht mehr. So, ach doch, noch geschafft. Gut. Dann kann ich das wenigstens gleich in der Taverne schreiben. Aber wenn wir in der Taverne sind, würde ich sagen, war es das jetzt erstmal wieder mit dieser Folge. Ich mache das jetzt einfach so hier, zack. Ich nehme die Dinge jetzt hier raus. Und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir noch ein paar andere Quests machen. Unter anderem zwei Ludrots, soweit ich das jetzt noch gesehen habe. Und eventuell noch ein Rathian fangen. Mal sehen, was alles in der nächsten Folge mit reinkommt, ne? Also dann, bis zum nächsten Mal hier bei Monster Hunter 3 Ultimate. Tüdelüüüü.